Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich bin jetzt hier mit einem erneuten Bild, ja, endlich in Akt 5, ja, angekommen und es wird ein Soul Rest Summoner und der ist extrem viel besser als die anderen. Also, ja, ein Static Strike, Inquisitor, da mache ich natürlich gerne weiter, aber ja, mit dem alten Stand so. Ist es halt kaum möglich gewesen, weil er immer zu langsam angegriffen hat mit einem Stab. Die haben wirklich keine Notes mehr mit Attack Speed und das fällt einem einfach zu schwer. Ich bin so ein Sammler, brauchte eigentlich kaum Items. Ich habe sogar Max Resi fast. Ich habe zwei Cold Resi Fäden mir noch. Und ja, zwei Cold Resi. Und sonst auch relativ defensiv. Ich habe keinen Schaden bekommen. Bis hierhin. Und ja, war schon einiges in Akt 5. Also, ich habe ein bisschen mehr erkundet, weil ich Lust hatte. Tja, ihr seht, da hat er überhaupt keine Chance. Und die Items, ja, sind halt alles Unix-Items. Da ich natürlich schon drauf schaue, dass ich wirklich auch Schaden mache und so. Ja, das Game nämlich hat jetzt schon sozusagen den Hard-Modus drin. Also das Game wurde echt viel schwerer scheinbar. Ich merke davon jetzt nicht so viel, weil die meisten Sachen dann erst wirklich ja Ende der Akte kommen, die wirklich schwer werden. Also dass da die noch mehr Schaden machen, wenn sie jetzt schon ein bisschen Schaden machen und so weiter. Ja, dass das natürlich alles ein bisschen mehr rauskommt. Ich muss gar kein Fallskeletten einsetzen. Die rasen den so runter. Ja, vielleicht können wir auch noch Kitava machen. Das ist richtig genial. Also, ich hätte nie gedacht, dass Summoner noch so gut ist. So, ich habe es mal eingesetzt. Ja, jetzt geht er wieder in die Phase, wo er Schaden bekommt und ist down. Oh, Skinning Knife. Der Cold Dagger oder Blut Dagger, also Cold Dagger ist Iron, eigentlich Iron Pelt. Weiß gar nicht, wie der Cold Dagger heißt. Winter. Irgendwas mit Winter. Ja, es ist wirklich. Also, ja, Crit Dagger. Ja, es ist Blut und Crit, genau. Ja. Ist natürlich wirklich ein Slowbob. Ja. Sonst gibt es ja noch Mindflay und sonst können kein Unix droppen. So ist da, du blöckelt wieder. Blöckelt schlecht. Dem geht's nicht so gut. Ja, Kita. Bist eine arme Statue gewesen. Du Opfer, du. Jo, jetzt gehen wir durch die zerstörte Ding. Muss ich mal schauen, was das auf Englisch heißt. Courts, ja. Halt einfach Tempel der Inquisitoren. Der Templer. Tempel, Tempel. Ja, die Magma-Geschosse soll über mich drüber fliegen. Passiert mir nichts. So, der Skillbaum, das sieht momentan so aus. Ich muss hier noch einen Punkt reinsetzen. Jetzt kann ich im nächsten Part hier, also im nächsten Level hier Minions have 100% increased critical strike change benutzen. Aber das ja lohnt sich gar nicht mal so sehr jetzt schon. Ich werde jetzt glaube ich noch überfliegen oder erst mal overwhelm 20%. Hallo, da ist ja der Boss. Ja, die Gebietsbosse. Also, Scham sind die großen, die golden Bosse.
Bosse und die anderen sind die normale Gebietsbosse. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall sind sie halt einzigartige Gebietsgegner. Jo. Die einfach so, also nicht wirkliche Akt-Bosse oder so sind. Akt-Halb-Bosse. Da ist gar nichts. Ja, jetzt muss ich schon ein bisschen mehr schauen, dass ich keinen Schaden mehr bekomme. Ich habe zwei Schaden gekriegt, weil ich einfach da durchgelaufen bin. Aber ja, eben man kann Sammler auch sehr viel zäher machen. Aber sehe ich es immer mache. Mir ist es wichtiger, dass die Minions überleben. So, gehen wir direkt hier ins Mausoleum. Schon wieder ein. Oh Mann. Wenn die nur nicht so oft kommen würden. Weil die sind so schlecht, das Minion Master. Kannst du halt einfach den kaum folgen. Die Minions sind viel zu blöde, die wirklich zu folgen. Ja, die KI, also die Minion-KI in PSFX ist schon immer der richtige Downpunkt. Die gehen lieber wieder zurück, um irgendwelchen sinnlosen Mob zu töten, als irgendwie jemanden folgen, der abhaut. Naja. Dafür gibt es die A-Taste, aber so im Getummel kann man das kaum benutzen, also verliert man eher an Geschwindigkeit. Jo, also gehen direkt rein. Ich gehe nicht gerne hier in Elsuari rein. Zuerst, weil man ein dickes Schwert bekommt, oder einen Hammer eher. Und ja, der hat einfach das Inventar voll pumpt. Ja, eben ich bin einfach froh, dass ich jetzt mal wirklich ein Charakterbild habe, wo ich ein bisschen schneller durchkomme, weil ich ja so wenig spielen kann. Also vor allem Champions of Regnum und Minecraft sind halt sehr zeitintensive Spiele. Ist PSFX natürlich auch, aber eher das Grinding und so. Und deshalb kann ich da einfach nur durchrennen. Ohne dass ich jetzt wirklich Items farme oder Items erkaufe. Dafür habe ich ja die Gilde, also. Ja. Vielen Dank nochmals. Elorian 05. Also Unterstrich 5. Ja, der ist natürlich tausendmal süchtiger. Nur nach diesem Spiel eigentlich süchtig momentan. Und tut einfach Twitch streamen. Der online. Er ist nicht online. Eternal Abyss ist es. Der Foggy ist up there. Foggy aus Daredevil. Ja. Der Stuff brauche ich nicht. Genau, dieses fette Hammerteil. Gib mir das Crafting-Rezept. Dankeschön. Also, hier haben wir fertig. Jetzt gehen wir mal noch den Boss besiegen da. Den Belagerungs, ja, die Belagerungen leiten denn die Angriffe. Sonst, ja, noch kurz in, weiß nicht, Bibliothek oder so. Museum kann das sein. Ja, irgendwie so ein Tempel mit Kackgegnern, diese großen, also die da, die von unten aber kraxeln. Ja, genau, der Mittelboss hier noch. Da ist er. Ja, immer Inventar voll. Die haben jetzt hunderte neue Items eingefügt, diese Liga, und sie haben das Inventar immer noch nicht erweitert.
mal ein Backpack oder so einzufügen. Nö, niemals. Spiel hat unheimlich viele Items. Dann kann ich mal, ja, so graue Items mitnehmen. Diejenigen, die drei verschiedene Sockel haben, um einen Chromatik-Orb zu bekommen. Oh, der war aber nicht lange da. Ja. Schon heftig, also. Ich könnte jetzt alle wieder natürlich wegmachen. Ja, schlimm. Aber gut. Ist nicht so schlimm, halt, Menschen. Also, da ist. Reliquiary. Reliquienkammer, genau. Naja, gut. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Das ist schon ein Museum. Geizige Anführer, die nie genug haben können. Nee, nicht schon wieder. Ey. Das ist der einzige Wahlboni von den Gegnern, der nervt. Alle anderen. Popo. Weil man halt wirklich als Sammler wirklich nicht viel aushält. So, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr hier unten Mana-Kosten reduzieren. Ich musste alle Minute einen Mana-Trank trinken. Ohne diesen Nutz. Ja, ich habe auch SS, also Summon Raging Spirit, verwendet und die sind so extrem Mana-intensiv geworden. Vor allem mit zwei Schadens, Zauber-Ding, Support-Games. Sehr langsam bin ich wirklich voll. So ein Mist. Ja, von dir brauche ich gar keine Belohnung. Immer noch den gleichen Schrott und mal neue einzufügen, die wirklich ja benutzt werden. Immer noch der gleiche Schrott. Wie jedes Mal. Ja, kommt auch bald wieder. Ja, was immer. Naja, immer kommt. Okay, 5 Uniks habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, die ich abgeben könnte. Genau, den habe ich. Den habe ich. Dann nehme ich den Nahkampfgem. So. Jo. Gut. Recht viele interessante Gegner noch. Wirklich ein hartnäckiges Gebiet. Extrem ausgebremst, aber gut. Ich liebe ja den fünften Akt. Weil einfach die Intensivität erhöht. Man kommt viel schneller die Bosse über. Man hat einfach viel mehr Herausforderung plötzlich. Ja. Der sechste Akt, der ist ja ein bisschen nervig, wie ein Fire Damage am Anfang.
Aber ich hoffe, ihr habt dann einfach genügend Feuerresistenz. So 75 ist natürlich schon extrem gut. Dann. Und dann könnt ihr auch durchspazieren. Also mit meinem Bild kann ich da locker durchspazieren. Sogar Kitava wird mir wahrscheinlich nicht mal Schaden machen können. Vielleicht wegen den Bodenrissen da, die schwarzen. Ja, weil man die nicht immer sieht. Aber sonst, ja. Also wenn ihr die Bosse kennt, habt ihr eigentlich nie Probleme. Sogar Sirius könnte ohne Schaden machbar sein. Aber der hat halt wirkliche AOE-Angriffe, die fast nicht ausweichbar sind. Ich glaube, ihr müsst nach außen gehen und dann müsst ihr wieder nach innen gehen. Und dort auch bleiben, obwohl die Attacken weiterhin einsetzt oder so. Das heißt, gar nicht so heraus vorsagen. Deshalb ist auch wirklich. Ja, werden wir sehen. Also, ich hoffe, ich komme bis Sirius. Ich habe es da bei Ritual League kaum gesch also kaum. Leider nicht geschafft, weil ja, Shaper und Edo kamen nicht gut. Und die braucht man halt. Weil von den Kreuzrittern, die immer wieder die Farben im Atlas machen, die muss man halt alle wirklich auch besiegen können. Die Steine holen, erst dann kommt wirklich Sirius. Und dafür muss man halt einfach Elder und Shaper wirklich auch haben. Und wenn ihr die Ge Maps immer macht in der Nähe von Elder und Shaper und sie werden nicht größer wie ich bei mir, verliert man halt ja wirklich ja die Lust, das wirklich auch zu machen. Das zögert sich nämlich so weit raus, dass es kaum machbar ist für Casuals. Okay, ich habe genug Mana. Minion nutzt nochmals, damit wir da ein bisschen schneller Kitava besiegen. Alles Weisheit bis. Ja, so 20 Reduced Rarity of Item Found ist natürlich schon recht nervig. Keine Ahnung, wie sie das auf das Item genommen getan haben. Ist wirklich zu unfair. Naja. So. Ja, machen wir Kita aber noch, ja. Ja. Oder resettet. Die Maps werden einfach viel zu schnell resettet. Die Server so schlecht sind, sollten sie lieber mal ja, die Leistung vergrößern, anstelle von ja, das Spiel so zu machen, dass es all ja, 8 Minuten resettet wird. Also, ja. Die sollen halt auch dann Lags bekommen, die ganze Zeit Maps resetten. So durchrennen in Kampagne und so sollte das eigentlich nie sein. Stone Golem brauche ich nicht. So. Es macht einfach viel mehr Spaß als Sammler. Da müsst ihr viel weniger auf die auf das Zielen achten. Einfach nur Spam. Und das ist genau etwas für mich, wo jetzt nicht immer so schnell auch reinkommt, weil ich so viele Spiele spiele. Ich spiele ja eigentlich auch täglich 3 Roblox-Spiele. Dann Last Epoch. Ich spiele Minecraft. Ich spiele HoloLive. Ja. Und ja, noch mehrere andere Games, wenn ich jetzt gar nicht denke. Also mein Final Fantasy 14. Zum anderen ja, Skyrim, klar. Millennium Edition. Und ja. Alles Mögliche. Aber ich komme halt nicht immer dazu, alle Games zu geben. Also Path of Exile habe ich jetzt schon recht viel gespielt. Nur eben halt wirklich nur eine Stunde oder so.
per Session. Zwei oder dreimal pro Tag. Und das will ich jetzt auch wieder ändern. Ich habe ja das Mikrofon morgen. Das ist dann noch ein bisschen schlechtere Qualität. Morgen ist eine bessere Qualität hoffentlich. Ja. Jetzt hat es wirklich eine Woche gedauert. Wegen diesen Kacklieferanten. Man weiß doch ganz genau, dass man kurz warten soll, sonst das Paket abgeben beim Nachbar. Ne, sie läuten, ich gehe runter, weg. Post wurde weg schon. Und das nur einmal, also nicht am nächsten Tag wieder gekommen oder so, nö. Und die Postdienststelle durfte das Paket mir nicht ausliefern. Und jetzt musste ich eine Woche warten, bis endlich der Chef von der Postdienststelle da ist und es mir abgeben darf. Alle anderen dürfen es nicht abgeben. Was ist das für eine kackneue Regel? Also, peinlich so etwas. Ich hätte die anzeigen können. Wenn ein Beruf, der zuständig für die Auslieferung, etwas nicht machen darf, dann ist es eine Kacke, wirklich. Also ich weiß es nicht. Sollte wirklich aber strafbar sein, ohne Probleme, einfach kurz Gericht sagen, ohne Gerichtstermin. Einfach. Aber nein, alles muss einen Gerichtstermin haben, dann haben sie auch noch ganz gute Anwälte. Nee. Das ist ein Beruf, der sollte eigentlich wirklich das machen, was sie machen müssen. Ich glaube, jetzt ist er tot. Okay, machen wir noch kurz. Jetzt ist er aber tot. Nicht lange. Diese blöden Wahlskleppens wurden auch irgendwie genervt, keine Ahnung. Ja, sie sterben halt immer sofort wieder. Gut. Ja, das hier unten. Das ist eines der schlimmsten Sachen, die zum Beispiel Diablo 2 so eingeführt hat. Das ist natürlich in Pesofexer ist es viel schlimmer. Weil dadurch müsst ihr immer mehr Elementarresistenzen auf den Items haben, zwingend. Das setzt die Freiheit so extremst runter. Das ist unglaublich. Das ist vom Schlimmsten, was man eigentlich machen kann. Wenn man halt zu tanky ist, dann ist man halt zu tanky. Ja, okay, die kommen. Ja, gut. Machen wir halt den Blödsinn. So, weiß gar nicht mehr, wie es ging. Also, wo haben wir denn. Wir haben keinen einzigen Not. Lol. Keinen einzigen Not. Ja, gut. Dann tue ich einfach die Shots zu und öffnen. Schatz zu ein Monster. Geht nicht. Schatz zu ein Monster. So. Von mir aus. Aber das nächste Mal bitte mit Schatz, mit Notes. Die werden automatisch aufgenommen jetzt. Okay. Cool, gute Neuerung. Oh, aber sehr gute Drops. Zwei Portal Scrolls. Ui, da habe ich schon 100.000. Da hast du deinen. Einen Ring kann ich. Gürtel oder Ring kann ich nicht. Mir noch nichts leisten. Schade. Jo, gut, dann ist der Part. Ja, genug lange.
Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.